Heute wollen wir mal über den Verbleib meines Fahrrades sprechen. Das Thema scheint ja doch ein gewisses Interesse hervorzurufen. Es geht wahrscheinlich anderen Leuten ähnlich wie mir und deswegen schauen wir uns heute mal an, was inzwischen so passiert ist. Ich habe nämlich Post bekommen von VanMoof bzw. von den Insolvenzverwaltern. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hallihallo. Erstmal, wir übersetzen uns das Ganze mit Hilfe des Google Translators auf Deutsch. Dann wird es etwas einfacher zu lesen. Wir schauen uns später aber noch kurz die FAQ an. Die oft gestellten Fragen. Lieber Fahrer, ich habe Post bekommen, wie gesagt, von VanMoof zuerst und dann einige Tage später nochmal von den Insolvenzverwaltern. Kann euch das auch zeigen oder auch nicht. Also der könnte ich, muss ich aber nicht, denn der Inhalt ist der gleiche. Also nur bin ich halt stutzig geworden, habe nicht drauf reagiert, weil das direkt von VanMoof kam. Dachte ich erstmal, nö, ich gebe euch nicht noch mehr Geld. Wer weiß, ob ich mein Fahrrad je wieder sehe. Und dann kam aber einige Tage später diese Mail direkt von den Insolvenzverwaltern von einer anderen E-Mail-Adresse, auch mit dem gleichen Inhalt. Und das ist kein Scam und wahrscheinlich auch keine Abzocke, das heißt irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Es ist tatsächlich augenscheinlich eine offizielle Nachricht von den Insolvenzverwaltern von VanMoof. Inzwischen berichtet auch die deutsche Presse drüber und ich dachte mir, ich bringe euch einfach mal auf den neuesten Stand und ich lese euch einfach mal diese E-Mail hier auf Deutsch vor. Für die Übersetzung kann ich auch nichts, da müsst ihr euch im Zweifel bei Google für bedanken. Lieber Fahrer, laut unseren Unterlagen befindet sich im VanMoof Service Warehouse in Utrecht, Niederlande, noch ein Fahrrad in Reparatur. Laut VanMoof Webseite ist das Fahrrad übrigens fertig repariert und das schon seit Wochen. Das habe ich euch aber, glaube ich, auch schon im letzten Video erzählt. Da Sie das Versandanfrageformular noch nicht ausgefüllt haben, möchten wir Sie hiermit darüber informieren, dass dies Ihre letzte Chance ist, Ihr Fahrrad an Sie zurückzusenden. Ja, Google Translate. Juhu. Mit dieser E-Mail möchten wir Sie einladen, den Rückversand des Fahrrades gegen Zahlung einer ermäßigten Versandkostenpauschale von 300 € einzuleiten. Hier finden Sie eine Zusammenfassung des Ablaufs. Ganz kurz meine Gedanken dazu. 300 € erscheint mir erstmal ziemlich viel. Das ist wirklich ziemlich viel Geld, ohne Frage. Aber so viel kostet es anscheinend auch, so ein schweres Fahrrad durch halb Europa zu versenden. Das ist immerhin ja, eine Pauschale. Vielleicht ist es nach Deutschland ein bisschen günstiger wie nach, was weiß ich, Polen. Mir fällt gerade kein anderes Land ein, aber es gibt halt diese Versandkostenpauschale und 300 €. Wie gesagt, fair ist das alles nicht. Das ist mein Eigentum, ne? Und das war im Prinzip eine Garantieleistung, die hier erbracht wurde. Aber natürlich will ich mein Fahrrad wieder haben, wobei ich jetzt auch ein Angebot habe für ein anderes Fahrrad. Das würde mich 400 € kosten, gebraucht von Fischer. Das ist wenigstens eine Marke, auf die man sich verlassen kann, aber das ist wieder ein anderes Thema. Machen wir weiter im Text. Sie müssen das Versandanfrageformular unten ausfüllen. Die Versandkostenpauschale in Höhe von 300 € musst du unter Angabe deines Namens und der Rahmennummer deines Fahrrades in der Zahlungsbeschreibung überweisen. Überweisungsdetails siehe unten. Sobald VanMoof den Eingang ihrer Zahlung bestätigt hat, arbeiten wir mit UPS zusammen, um ein Versandetikett zu erstellen und den Versandvorgang einzuleiten. Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer, damit Sie Ihre Sendung verfolgen können. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fahrrad an Sie zurückgeschickt wird, füllen Sie bitte dieses Formular aus und tätigen Sie die Zahlung bis spätestens Sonntag, 27. August, 12 Uhr. Zahlungen können wir per internationaler Banküberweisung auf das Bankkonto der Insolvenzmasse von VanMoof Global Support BV erfolgen. Hier seht ihr die Bankverbindung. Als Zahlungsreferenz bzw. Beschreibung soll eben die Rahmennummer und Name des Fahrradbesitzers genannt werden. Der Betrag ist 300 €. Lieferungen werden voraussichtlich innerhalb von 1 bis 2 Wochen nach Versand aus dem Servicelager erfolgen, zum Beispiel abhängig vom Versandort. Sie erhalten Tracking-Informationen, um zu sehen, wo sich Ihr Fahrrad im Lieferprozess befindet. Anstatt sich das Fahrrad zurückschicken zu lassen, können Sie es auch selber im Utrechter Service Lager abholen. Diese Möglichkeit habe ich, by the way, leider nicht. Ich habe weder einen Führerschein noch die Möglichkeit, durch halb Europa zu fahren. Ein Abholtermin wird am Dienstag, 29. August 2023 von 10 bis 18 Uhr organisiert. Die Adresse des Servicelagers seht ihr dann dahinter. Bitte beachten Sie, wenn Sie die Rücksendung Ihres Fahrrades nicht bezahlen oder das Fahrrad nicht selbst im Utrechter Servicelager abholen, gilt dies als Verzicht auf das Eigentum am Fahrrad. In diesem Fall sieht sich die Insolvenzmasse frei, über das Fahrrad verfügen und es verkaufen zu können. Wir hoffen, Sie für Ihre jetzigen Zwecke ausreichend informiert zu haben. Mit freundlichen Grüßen.
grüßen. Das ist die E-Mail, ich werde hier unter Druck gesetzt. Wie gesagt, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich komme aber zum Punkt, ich habe das Geld überwiesen und ich hoffe, dass mein Fahrrad hier ankommt. Ich habe es allerdings nicht pünktlich überwiesen, weil diese E-Mail hier relativ spät am Abend kam, ich die nicht zur Kenntnis genommen habe. Ihr seht das auch irgendwo. Diese E-Mail kam am 24.8. Na gut, und am 27.8. war quasi Ablaufdatum. Bin ich gespannt. Ich schreibe denen jetzt mal eine E-Mail, ob ich mein Fahrrad nochmal sehe. Ansonsten ziehe ich die Überweisung natürlich zurück. Es gibt noch eine FAQ, die zeige ich euch auch noch kurz. Das hier sind also die oft gestellten Fragen. Im Grunde haben wir das Wesentliche gerade eben schon besprochen. Hier stehen nochmal so Dinge drin, wie dass man eben auch eine abweichende Lieferadresse zum Beispiel angeben kann. Was passiert, wenn man bei der Lieferung nicht vor Ort ist und vieles mehr. Ihr könnt euch das selber durchlesen an der Stelle. Derzeit ist es nicht möglich, ein anderes Versandunternehmen mit dem Versand zu beauftragen. Das steht da auch noch drin. Und dann bleibt mir jetzt mal wieder nichts anderes übrig, als abzuwarten, ob da eine Reaktion auf meine E-Mail kommt oder ob ich da jetzt sonst demnächst hoffentlich mal einen Tracking-Link bekomme oder was auch immer. Ich werde es in dieses Video hier mit reinpacken. Zwischenzeitlich wurde Van Move ja auch von einer Tochter von McLaren gekauft. Ich weiß auch nicht, was die genau vorhaben. Auf jeden Fall habe ich auch was gelernt aus dieser ganzen Geschichte. Nie wieder lasse ich mich auf so ein Experiment ein. Nie, nie, nie wieder mache ich mich von einer Software oder einer bestimmten Firma abhängig. Nee, also beim Thema Fahrrad kommen nur noch Standardkomponenten in Frage. Mir persönlich wäre jetzt auch das Thema Tesla zu heiß, obwohl ich mir den natürlich eh nicht leisten kann, aber nur so, um ein Beispiel zu nennen, auch da macht man sich extrem abhängig von einem Anbieter. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es was Neues gibt, informiere ich euch darüber zeitnah und ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zusehen, für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video.